Also in Sportvereinen gibt es verschiedene Situationen. Da kommen junge Leute mit rechtsextremen Trikots auf das Feld. Da gibt es die Situation, dass wir hohe NPD-Funktionäre als Jugendtrainer im Verein haben oder dass rechtsextreme Vereine für ihre Feiern anmieten, dass Rechtsextreme zum Beispiel der Jugendmannschaft einen Trikotsatz sponsern wollen oder eben auch rassistische und rechtsextreme Äußerungen, Beschimpfungen, Bedrohungen, Beleidigungen im Kontext von Fußballspielen. Der Verein kann Beraterinnen oder auch Demokratietrainerinnen bestellen für eine Beratung. Das tut er aber in der Regel nicht von sich aus, sondern er wird eben halt durch uns, durch die Beraterinnen aufmerksam gemacht auf die Situation. Manchmal sind ja auch die Fälle schon in den Medien bekannt und wir versuchen dann den Verein zu unterstützen. Also die Forderung nach Rausschmiss, die ist immer sehr schnell dahergesagt und sehr einfach. Wir müssen einfach rausschmeißen, dann ist das Problem erledigt. So einfach ist das nicht, weil die Vereine häufig auch festhalten an ihren Trainern. Da wird auch getrennt nach dem Motto, der macht hier im Verein nichts, der trainiert unsere Jugend, das sind gute sportliche Erfolge, aber seine Ideologie, die bringt er hier nicht rein und dafür sorgen wir auch. Und in der Beratung geht es dann darum, dass man den Verein stärkt, dass diese Ideologie von diesem Jugendtrainer in der Tat keine Chance hat, in dem Verein Boden zu fassen. Wenn ein jugendlicher Spieler mit einem selbst gedruckten Trikot aufläuft, wo hinten die 88 drauf ist, dann stellt sich natürlich schon die Frage, wie kommt er auf die Idee? Es ist natürlich immer gut, das Gespräch zu suchen und gerade wenn ein Trainer die Möglichkeit hat, mit dem jungen Spieler zu sprechen, was das bedeutet und er ihm dann sagt, ja, das ist der Abiturjahrgang oder das ist mein Geburtsjahrgang und der Trainer dann aber sagt, ja, also es gibt schon auch die Möglichkeit, dass die 88 für ein Symbol, für ein rechtsextremes Symbol steht, nämlich für Heil Hitler, dann muss man schon mal mit dem Jugendlichen sprechen, weil der kommt ja nicht einfach so auf die Idee. Wenn das im Spiel passiert, dann muss man natürlich schon sagen, passt mal auf, Jungs, irgendwie, also entweder zieht ihr eure 88 aus, dann könnt ihr auch gerne spielen. Ihr kriegt hier von uns noch einen Trikotsatz oder ihr wollt mit der 88 spielen, dann geht das nicht. Es gibt eben verschiedene rassistische oder auch antisemitische Beschimpfungen und normalerweise würden da Spielersperren greifen. Aber das Problem ist, diese Spielersperren oder die Vereinsstrafen alleine wirken nur bedingt, weil der Konflikt dadurch nicht gelöst ist. Das heißt, wir suchen Wege mit den Mannschaften gemeinsam, sich zu treffen, darüber zu sprechen, wie ist der Konflikt entstanden, wie ist die Beschimpfung entstanden, was können wir tun, damit es eben nicht nochmal zu so einer Situation kommt, wie können wir uns beruhigen und letztendlich auch über Diskriminierung sprechen. Das gilt auch für den Verein. Also wie kann der Verein auf seine Zuschauer Einfluss nehmen, zum Beispiel durch Handzettel verteilen, eine Stadiondurchsage machen, wie man sich hier das Fußballspiel gemeinsam vorstellt, vielleicht auch einen Banner aufhängen. Aber es darf eben nicht nur da bei so plakativen Aussagen bleiben, sondern der Verein muss eben tatsächlich ernsthaft und die Spieler auch alle mit dazu beitragen, dass es hier ein demokratisches Fußballspiel ist. Also es gibt die Situation zum Glück sehr selten, aber es gibt sie, dass Vereine, die von Rechtsextremen gegründet wurden, Aufnahmeanträge stellen bei den Landessportbünden oder den Sportfachverbänden. Und da muss natürlich dann so ein Verband entscheiden, nehmen wir den Verein auf oder nicht. Dazu braucht es aber sehr gute Satzungen, die wirklich wasserdicht sind, dass es dann eben nicht zu der Situation kommt, dass die Vereine, die auch nicht selten von Anwälten vertreten werden, halt dann den Verein einklagen. Das wären dann Präzedenzfälle, die keiner mag. Also ich würde da unterscheiden zwischen Prävention und Bildung. Also wir machen sehr viele Bildungsveranstaltungen bundesweit. Da sind die Menschen relativ aufgeschlossen. Also da geht es um Demokratie, um Fairplay, um was wollen wir im Sport, welche Werte haben wir im Sport. Das geht relativ leicht und gut und es wird auch wirklich interessiert angenommen. Und dann gibt es die Situation der Beratung. Also wenn wirklich schon was vorgefallen ist und dann wird es in der Regel schon nicht mehr so einfach, weil dann eine gewisse Stresssituation im Verein ist. Häufig sind ja dann die Medien auch schon aufmerksam gemacht worden, dann ist es insgesamt mit der Beratung nicht so leicht. Das liegt aber auch nicht daran, dass sie jetzt alle rechtsextrem sind im Verein, sondern weil es einfach Stress ist und weil es einfach eine schwierige Situation ist, die zu managen ist.